Hallo, der mit der Kappe da hinten? Ja, bitte, schönen guten Tag, ja, mein Name ist Günther. Hallo Günther. Ja. Immer, kannst du die Namen die von den beiden, die da drin saßen, herausfinden? Wir würden uns gerne bei den beiden entschuldigen. Nee, weiß ich nicht. Warum? Weil ich... Kannst du das herausfinden? Nee. Warum nicht? Ja, weil ich nur Leitstelle bin, ich weiß ja nicht, wer hier alles rausgeht. Ja, du kannst ja da hier in die Akte gucken. Nee. Warum lügen Sie? Sie ist Leitstelle. Das ist, ja, ich habe sie gefragt, sie wollte nicht. Ja, das übersteigt meine Kompetenzen. Ich als Rekrut kann sowas nicht. Ach, Sie sind Rekrut? Ja. Eieiei. Tut mir leid, erst heute frisch eingestellt worden, deswegen kann ich das leider nicht. Deswegen ist ja auch mit mir hier. Richtig. Ich bringe ihm jetzt gerade das Leitstellendasein bei. Genau. Die Dame zeigt mir die würdigen Arbeiten. Für die 22 der des Polizeialltags. Hört Sie, kommen Sie? Ja, wir wollten uns ja nur bei den beiden entschuldigen. Ja, glaube ich Ihnen, ja. 20, 08, würden eine Streife zusammenfahren. Das ist ja okay. Wieder eine gute Tat, die... Ja. 10 vor 22 Ende. Dafür ins Gefängnis. Hätte gerne gemacht, aber kann ich leider nicht. Jetzt wollen wir uns entschuldigen, wieder eine gute Tat und Sie sagen, nee. Ja, tut mir leid, er übersteigt halt... Also anscheinend ist die Polizei immer der Buhmann hier im Stadion. Ja, tut mir leid, also er übersteigt halt leider meine Kompetenzen. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja Ihre Kollegin gefragt, aber die hat ja auf Nein gesagt. Vielleicht einer der anderen Herren, die da oben rumlungern, der mit der Glatze vielleicht, der war ganz... Vielleicht. Gut. Weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht können sagen. Die können ja mal nachfragen. Streife 17, Code 1. Ja, korrekt. Nee, also die sind leider im Feierabend oder auf Streife. Also ich muss leider... Also ich habe die Anweisung, dass ich bei der Dame quasi nicht von der Seite weichen darf. Ja, ruf doch an. Ja, ich bin ja erst seit heute hier, ich habe ja keine Telefonnummer. Ja, dann soll sie anrufen. Warten Sie, ruf die Leitstelle an, warten Sie. Und die Leitstelle ruft dann den Kollegen an. Nee. Habe ich nicht aktuell die Befugnis so. Wissen Sie, ich möchte an meinem ersten Tag in der Polizei alles richtig machen. Okay, alles klar. Ich möchte ja schnell aufsteigen, damit ich irgendwann mal hier vielleicht das Sagen habe. Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Gunther. Kann ich mal Ihren Dienstausweis sehen? Der ist leider noch nicht ausgedruckt. Ach so. Das ist der Herr Gunther Müller. Richtig. Gunther Müller, okay. Genau. Ja. Oh, Wahnsinn, mal ganz kurz das Telefon. Ist das gestattet, Frau Auszubildende? Ja, natürlich. Wunderbar. Hey, Pferdeschwanz, komm mal her. Mahlzeit. Der hat keinen Pferdeschwanz. Rang, ich bin Rekrut. Was weiß ich, was meinen Kollegen zu pfeifen? Was? Wenn die fragen, ich bin Rekrut. Hallo? Die unterhalten sich gerade hierin. Günther Müller. Günther Müller ist mein Name. Oh, schön. Ja. Ja gut, gehen wir mal hin. Ja, Sie haben nach mir gepfiffen. Nee, nach dem anderen Kollegen. Ach so, ja. Was? Was geht? Was? Alles. Hör mal, hier waren gerade so zwei nette Herren drin, ne? Ja. Kannst du mal in die Akten gucken, wie die heißen? Wir wollen uns gerne bei denen beide entschuldigen. Hinz und Kunst, glaube ich, haben die heißen. Und der Herr, kennen Sie den Herrn? Keine Ahnung. Wie heißt der denn hier mit der Kappe? Das ist nur der gut, den kenne ich noch nicht so. Wie, den kenne ich nicht. Wollen Sie mich verarschen? Kennen Sie jeden neuen bei Ihrer... Der ist seit heute im Dienst. Der kam mit den anderen Rekruten, die gerade unterwegs sind, die ich eingeteilt habe. Den habe ich jetzt bei mir gelassen. Nee. Den habe ich losgeschickt. Nee, ich bin der Rekrut und soll bei der Dame über die Schulter gucken und die Leitstelle lernen. Warte es nicht. Ja, gut. Dann nicht. Wie gesagt, Müller, mein Name. Ja, alles klar. Wissen Sie Bescheid, Herr Müller. Gut. Wenn Sie was brauchen oder nee, essen, glaub, trinken, nee. Dann sagen Sie Bescheid. Hans? Wie ist der Hans? Nein, Gunther. Gunther. Gunther Müller. Haben Sie einen Ausweis? Den möchte ich Ihnen nicht unbedingt zeigen. Warum? Ja, kriminelle Machenschaften und so. Nicht, dass Sie wie mich hier verfolgen. Nicht, dass Sie mich nur heimsuchen im Schlaf oder Warum so. Warum sollten wir Sie denn verfolgen? Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja, wissen ja, Sie... Ich habe keinen Grund zu. Wissen Sie, ich komme aus... Soldat aktuell mein... Azubi ist, können Sie gerne meinen Dienstausweis sehen, weil der unter meiner Aufsicht steht. Das wäre super, wenn die Herrin waren. Ja, selbstverständlich. Sie den nicht. Ich will den sehen, hallo. Hier. Ja, dann sehen Sie den, gar kein Problem. Denke ich, bin so doof schön. Und merke meinen Namen nicht. Ich bin die Frau Crow, Dienstnummer 05. Nett. Haben Sie ja, heute nicht. Man soll die Nummer noch schicken hier. Also. Können Sie mir auf das Kärtchen Ihre Nummer hin drauf schreiben? Nein. Schade. Aber Sie können mir den Namen verraten. Ich? Ja. Was der
für Daten? Ehrlich? Mein oder was? Ja, ihren. Sie kennen mich, ich heiße Brown. Freut mich. Und das ist Brown, das ist Frauen. Und das ist Toto. Ja. Wo ist Harry? Wieso, ich kenne den. Harry ist nicht da. Achso. Der Spruch kommt auch jedes Mal. Ja, Toto und Harry. Ihr kennt's nicht. War meine Vorbilder. Genau. Wer sind denn Toto und Harry? Kennen Sie die nicht? Die zwei Polizisten aus Germani? Nee. Nee. Noch nie was von gehört. Nicht. Das sind Germani. Wir sind nicht Germani? Ich. Nee. Ist das nicht eine Modelinie? Ja, richtig. Mhm. Und waren zwei Models. Ey? Ja. Das sind ihre Vorbilder. Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch eine schnittige Figur. So. Ah ja. Ja Mensch, das müssen sie uns mal in einer ruhigen Minute erklären, wieso sie dann nicht Modedesigner geworden sind, sondern zur Polizei kamen. Weil ich mit meinem Charme jeden rumkriege. Gut, wir sind dann mal wieder oben. Hier müssen sich übergeben. Ein bisschen. Ist okay. Aber bevor sie dann gehen, machen sie die Zellen noch sauber, ne? Ja, klar. Ja, wir sind doch die Rekruten, da habe ich gehört, oder nicht? Meinst du? Ja. Klar, dafür. Ja, für was sonst? Da. Die müssen ja auch mal irgendwie ein bisschen Scheißarbeit hier machen, oder nicht? Ja, ist richtig. Nee, dafür sind die Leute da, die Sozialstunden ableisten. Das ist richtig. Und Sozialstunden haben. Mit ein bisschen Glück können sie ihre Haftzeit in Sozialstunden umwandeln. Ist gar kein Problem. Nee, fangen sie aber an, erstmal hier die ganzen drei Zellen sauber zu machen. Wir sind ja schon durch hier fast, ne? Wie lange müssen wir überhaupt noch sitzen? Noch 2 Stunden. Was? Was? Ja, sitzen müsst ihr länger, weil ihr steht die ganze Zeit. Richtig. Hab sie hier noch nicht sitzen sehen. Mhm. Stimmt, sie müssen ja die Haftstrafe absitzen und nicht abstehen. Ja, okay. Ja, merken Sie was? Ja. Ihr seid scheiße gelaufen. Ihr seid alles drei lustige. Ihr seid richtig lustige drei, ehrlich. Ne? Ja, ist doch gut. Ja, also ich sehe ihr Lächeln auf ihr Gesicht. Das war so bei der Steilvorlage, muss man hier das ja auch. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Die Dame, wie lange müssen wir denn noch? Sind doch hier die Leitstelle. Das ist richtig. Ja, also. Sie müssen noch. Ja, ein bisschen weniger als 30 Monate. Und ihr Kollege, der muss ein bisschen weniger als 45 Monate. Also, er muss länger als ich? Ja. Was? Weil sie so lachen, rechnen wir ihn einfach nochmal 15 Monate oben dran. Nee. Stopp. 21. Warum das denn? Also, einfach weil ich... Stopp. Einfach weil wir es können. 15 Monate muss ich. Der Herr Willkür, Pater, ne? Willkür. Ist ja, das klar. So? Sie können doch nicht einfach hier irgendwie Strafzeit oder Haftzeit draufrechnen. Stopp mal ganz kurz an alle. Ich habe jetzt das Redestoff hier. Der Herr Parter sitzt hier vor mir, richtig? Hm? Wer sitzt vor dir? Nee. Gar Parter? Nicht. Wer? Ich, ja. Oh, ich hasse die Herren mit ihrer Handschrift, ne? Ich sag ihnen das. Nee, der Herr Brown muss länger als der Herr Bonelli. Das ist ja blöd. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ja, blöd. Ja, aber dann können wir uns ein bisschen näher kennenlernen, wir beide wissen. Ja, das ist ja okay. Können wir gerne machen. Nicht ja, sie, sondern nicht die Damen. Ach so. Die Damen wollen, kommt doch hier rein, wir können Platz tauschen. Ja, soll ich Ihnen noch Kerzen bringen? Ich einen Rotwein? Ich bin gerne hier draußen. Kaffee, das glaube ich nicht. Ein Kaffee. Ja. Bin ich leider nicht mit Ihnen. Ich auch einen Kaffee? Nö. Warum? Habe ich gerade nicht zur Hand. Sie sind doch Praktikant, ja, dann. Geh doch mal nach oben, hol mal zwei. Nee, er ist kein Praktikant. Der ist Rekrut. Oder Azubi, richtig. Oder was weiß ich. Nein, das Rekrut ist schon, dass er Polizist ist. Ja, und richtig. Dass er das halt noch ein bisschen lernen muss. Oder nicht? Ja, richtig. Genau. Ja, und also ich hoffe, Sie bewerten, Sie bewerten mich dann im Nachhinein. Das wäre sehr nett. Ja, auf jeden Fall. Ja, mach ich. No? Ja, wenn Sie hier rausgehen, bekommen Sie von mir noch so ein kleines Zettelchen. Ja, richtig. Dann können Sie ankreuzen, wie Sie dazu fanden, die Arbeit von meinem Kollegen. Däumchen nach oben oder nach unten, das wäre immer super. Da freuen wir uns alle. Der mit der Kappe auf jeden Fall ganz gut, weil wir haben mit dem da noch einen Deal am Laufen. Haben wir dort? Ja. 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 Der Daumen ist dann auf jeden Fall, also wenn der Deal durch ist, ist der Daumen oben. Achso, wenn nicht, dann ist er unten. Ja gut, dann können sie gleich nach unten machen. Aber gerade haben sie noch was anderes gesagt, als die Kollegen nicht da waren. Wow, das sagt er doch jetzt nur, weil die Kollegen da waren. Nee, das habe ich ihnen auch vorhin schon erzählt. Nee. Ja doch, da stand die Kollegin sogar hinter mir. Ja, aber ist okay. Aber sie war ja gerade nochmal alleine hier, aber. Ja, ja, deswegen. Ist okay, sagen sie. Na gut, wenn sie das meinen. Herr Müller, da können sie hier. Herr Müller. Oder heißt nicht Müller? Ja, doch. Mein Name ist Müller. Das ist schon alles gut. Ja, ich bin auch froh, dass ich so eine starke Kollegin an meiner Seite habe, ne, die eben auf mich aufpasst.
Das schauen wir dann mal, wie stark die ist. Ja. Wollen Sie da was andeuten? Können Sie mit mir andrücken? Das wäre tatsächlich nicht mal eine Überlegung, aber ich weiß nicht, ob die Leute das hinkriegen. Nicht, dass ich verliere und dann muss ich mich einen Grund und Boden schämen hier. Ja, sehen Sie? Also haben Sie Angst. Ja. Pass auf, wollen wir die Namen drücken, wenn wir bei den Kaffee trinken gehen? Ja, also die Dame kann halt eigentlich nur gewinnen, ne? Beim Arm drücken. Ja, ich hab ja einen Deal vorgeschlagen. Aber wissen Sie was? Wir machen Arm drücken und Sie geben mir Ihre Telefonnummer. Herr Müller, Herr Walker, gehen Sie mal einen Schritt auf die Seite, bitte. Jo. Auch der Herr Bunnerli, bitte. Ah ja. Wir trinken jetzt unseren Kaffee, hm? Oh nee, hier ist so ungemütlich. Das ist ja unfair. Hallo? Nein, so nicht. So. Nein. Es freut mich, mit Ihnen Kaffee trinken zu können. Ja. Nein, das zählt nicht. Nennt man das jetzt Speed-Dating sowas? Kann man dazu sagen? Haben Sie aber vielleicht auch mal was zu trinken und zu essen? Perfekt. Ich brauche unbedingt was. Ja, ich brauche auch mal was. Kommen Sie mal einzeln zu mir. Nicht gierig sein, ich habe. Wo kommst du denn her? Draußen vom Walde. Und ich sage euch, es Weihnachten sehr. Nachher je. So? Ist das so? Korrekt, ja. Ah, jetzt wird's aber voll hier. Oh. Gibt's den, Herr Schäfer? Schade. Ja gut, und ihn? Kommen Sie mal mit hoch. Oh, jetzt haben Sie... Hallo? Ich hab trotzdem noch... Hat der gerade gesagt, wie hieß der? Adjepted. Herr Down. Ja. Heißen Sie Down? Keine Ahnung, nein. Gut. Herr Down. Würde ich mir aber wünschen. So, weil Sie dann auch so volles Haar hätten, der Herr Down? Ja, selbstverständlich. Hallo, ja, Job. Herr Schäfer, was machen Sie denn gerade? Ja, bitte. Ja, passen hier auf die Gefangenen auf. Und okay. Guck mir die. Ja. Mach die Leitstellen-Live-Prüfung bei der Frau Kroh. Ich weiß nicht, was Sie für mich machen. Und hat sie das bisher gut gemacht? Ja, jetzt hat sie das ganz gut gemacht. Wie lange sind Sie denn schon dabei? Eine halbe Stunde vielleicht. Okay. Meinen Sie, das reicht? Ja, ich würde noch ein bisschen eigentlich, wenn da ein bisschen mehr los wäre, ein bisschen mehr Funk oder so. Ah, das lässt sich einrichten, oder, Herr Down? Kriegen wir hin. Weil ja, das würde mich wirklich interessieren. Also war halt wenig Funk. Ansonsten hat sie so Prioritätenliste so eigentlich schon drauf geachtet. Wenn Funk war am Tresen, ist sie weggegangen, hat erst gefunkt, dann den Tresen gemacht. Das war soweit okay, aber es hat ein bisschen wenig Funk, ne? Also ihr seht ja, gerade nicht so viel. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut, Herr Shepard. Mhm. Wenn Sie denn dann fertig sind mit der Leitstellen-Live-Prüfung, ne? Mhm. Was halten Sie denn davon, wenn Sie sich der unserer Streife danach anschließen würden, wenn Sie das an der Stelle erfragen könnten danach. Kann ich gerne tun, ja. Oder Herr Down? Ja, deswegen sind wir hier. Genau. Ja, also ich mache jetzt noch bis, weiß ich nicht, eine halbe Stunde noch und dann würden wir das gerne tun. Alles klar, wir funken dann ein bisschen, ne? Ja, macht mal. Alles klar, bis später. Kurz, jo. Okay, ich rufe. Streifen, mir wäre es ganz lieb, wenn ihr zwei Streife bildet und euch reinteilt. Ja, gut, dann... Okay. Super, ich hole mir mal was zu trinken. Ja. So. Ach, Herr Müller. Ja, Mensch. Wie sieht's aus? Nee, kann ich nicht machen, Freunde. Das kostet mir meinen Job. Ey, das finde ich super, dass Sie nachher den Deal mit uns machen. Dann treffen wir uns, weiß nicht. Ja, so nee, kann ich nicht. 22 Uhr in der Hut, neue Arzt rein. Nee, kann ich nicht machen. Also, wir können uns nachher gerne in Ihrer Hut treffen. Da komme ich aber nicht alleine, da komme ich mit allen Kollegen. Was halten Sie davon? Ach so. Ja, für den Waffendeal können Sie ruhig alleine kommen. Nee, ist kein Problem. Wir kommen ja mit allen Kollegen. Na? Mit Wasserwerfer, mit allem drum und dran, wie sie möchten. haben sie Lust drauf? Heute nicht. Heute nicht. Hab ich mir gedacht. Wir können uns auch woanders treffen. Keine Ahnung, wir können uns auch irgendwie am Mount Chiliad treffen oder so. Ja, können wir gerne machen. Ich komme mit dem Wasserwerfer hochgefahren. Das will ich sehen. Ja, bin so. Nee. Ja, haben sie ja nicht mehr so lange, ne? Nee. Können wir das irgendwie verkürzen, weil wir waren ja... ja, lieb und nett und so. Ja, eben. Und wir haben ja keine Scheiße gebaut. Wir haben sogar nach den Namen gefragt, damit wir uns entschuldigen können. Ja, sicherlich. Also, wie bitte? Hab gesagt, sicherlich. Ja, wir wollen uns deswegen entschuldigen, hallo? Ja, warum glauben sie uns das denn nicht? Weiß nicht, ich hab so Geschichten über sie gehört, so das... Nur Schlechtes. Meistens ja. Was haben Sie gehört so? Erzählen Sie mal. Ah, da ist die Süße. Ja, Disziplinarmaßnahmen. Die ist nicht besetzt.
Disziplinarmaßnahmen und so klappen bei ihnen nicht. Was halt, ne? Was für Disziplinarmaßnahmen? Was ist das? Ein paar Privatnummern von Medizinern. Ich kann mal gucken, ob ich jemanden erreiche. Ansonsten müssten sie warten, bis da wieder jemand verfügbar ist. Ich denke, das wird noch Zeit ein bisschen leiser passieren. Okay, gut. Kein Problem, wiederhören. Was sind denn das für eine Maßnahme, was sie ja, da nee, sie sind so ein bisschen das? Uneinsichtig so. Die machen immer nur Unfug. Ich mir sagen Unfug? Dürfen. Wer macht den Unfug? Wir haben ja gerade Menschen das Leben gerettet. Ja, wir haben Leben. Wir sind Lebensretter. Ja, ja. Aber jeden Tag Gitter. Ehrlich. Ja gut, aber wie gesagt, als Auszubildender kann er nicht entscheiden, ob sie früher gehen können. Dann fragen Sie mal die... Fragen Sie mal die nette Victoria, vielleicht können die das entscheiden. Wie heißt die? Victoria Crow heißt die. Ja, das ist ja meine Vorsitzende, die kann das natürlich entscheiden. Ja, dann fragen Sie nochmal ganz lieb von mir, von dem Herrn Brown. Und dann können Sie auch nochmal fragen, nach der Telefonnummer, dann können Sie mir die vielleicht durchgeben. Oh. Achso, natürlich. Da. Hi. Die zwei charmanten Gentlemen wollten Sie gerne was fragen. Können Sie das nochmal eben wiederholen, wie Sie das eben so rübergebracht haben? Also, wir waren ja ganz nett, ne? Ja. Und wir wollten fragen, ob man uns hier früher rauslassen kann. Also, ja, eben haben Sie das rübergebracht, der fragen Sie auch mal die liebe Victoria, ob wir hier ein bisschen früher gehen können. Also, das habe ich gesagt, weil wir sind ja schon per Du. Wir sind per Du, seit wann denn das? Ja, seitdem die mir einen Ausweis gezeigt haben, dachte ich, wir hier auf diesem Kaffeetrip sind. Ehrlich nicht? Okay, scheiße. Dann Frau Crow, natürlich. Und ja. Mrs. Crow heißt das, oder? Check. Keine Ahnung. Frau Crow ist absolut in Ordnung. Ja, super. Aber, nee, wir sind nicht per Du. Und sie wollten mich fragen, ob sie eher gehen können, weil sie doch so nett sind. Ja, ja. Und keine Scheiße bauen und so. Und sie wollten noch ein paar Sozialstunden ableisten vielleicht? Für die Zelle putzen oder so? Also der Kotzfleck da hinten in der Ecke müsste noch weg. Ja, aber wir haben ja nicht dahin gekotzt, ne? Ja, also der Kollege. Wie, sie haben nur daneben gepisst? Nee, also, ich habe ein bisschen auf die Brille gepisst, aber... Ja, stellen Sie sich jetzt mal vor, da muss einer groß, ja? Da muss einer mal ein dickes Ei legen, ja? Und der muss sich jetzt da auf die Brille setzen. Ja, da kann er im Stehen kacken. Ja, machen Sie sowas? Das ist jetzt mal ernsthaft. Was ist denn das für eine Frage? Ja, sag mal, ist das mein Bier? Ich erkunde ihn jetzt. Herr Shepard, ja. Bevor Sie sich hier weiter übers Kacken unterhalten, ich bräuchte kurz eine schnelle Einteilung. Hallo, Herr Adam. Dann können Sie sich ganz weiter unter Klo gegenüber unterhalten. Das ist gar kein Problem. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen jetzt aber rein und Sie machen das weg. Okay. Herr Adams, die bekommen Sie von mir. Lassen Sie uns ein Stück an die Seite gehen. Ist das für Sie okay? Und dann können wir uns drüber unterhalten. Reden. Hier, er macht das jetzt, er kann das. Was, mit seinem Pulli oder was? Nee. Du hast mir da das Ding durchgereicht. Nee, hab ich nicht. Hä? Ich hab gesagt, ich muss es erst holen. Nimm doch nicht hier einen Newton-Pulli. Mensch, das stinkt doch. Ach du Scheiße. Meine Güte. Was hältst du davon, wenn du die einfach anrufst und sagst, die sollen hierher kommen? Es ist ja auch so geplant, dass sie herkommen. Ja, Mike ist aber nicht. So, gib ihm jetzt hier ein Tuch. Nee, jetzt hab ich schon den Pulli, Kollege. Brauchen wir noch Desinfektionsmittel. Ach. Das ja, komm so. Her, ich geb sie mal her. Ja, bitte. Hier, Braun, Alter. Das Zeug, sprit dich damit auch noch mit ein. So, ein bisschen von unten. Scheiße. So, hier. Schuhbrille müssen sauber machen. Jetzt kommen sie. Brauchst du mal eine Kennzeichnerprüfung? Ja, guck mal, sieht aus wie neu. Ja, Mensch. Ist jetzt zwar nicht super sauber, aber dann ist es okay. Naja, das ist okay. Wo ist denn Vorfunken? Das sage ich Ihnen, Herr Adam. Oh, die rastet schon wieder aus. Muss der nächste wenigstens. Alles kurz. Die Rastleitstelle von 27 kommen. Hört sie kommen. Brauchst du mal eine Kennzeichnerprüfung kommen? Oh, ist ja doch Leitstelle dort. Wie sind wir los, komm? LSAS 223, komm. Zugelassen auf Alejandro Sanchez, komm. Wenn vor irgendwelche offenen Akten kommen.
Negativ, komm. So. Wo waren wir jetzt? Bis die Kollegin wieder da ist, weiß ich nicht. 70, 35. Da ist sie doch. Hier ist die Kollegin. Ja. Also die haben den Pott jetzt sauber gemacht. Mit meinem Pulli übrigens, ne? Mit seinem Pulli. Ich wollte ihnen den Lappen reichen. Ja, aber hier, Günther, wie hieß der nochmal, Günther? Ja, ja, Günther. Ja, Günther war zu langsam. Ja, da tut mir sehr leid, also da entschuldige ich mich auch recht herzlich. Hat der Herr Müller Ihnen eigentlich das Du angeboten? Nee. Der hat doch gesagt, er ist Günther. Gerade als er hingekommen ist, hat er gesagt, ich bin Günther. Oder Günni oder was weiß ich. Nee, Günni habe ich nicht gesagt. Oder Günther, ja, Günther war es. Jetzt ist er Günni. Nee, also das geht ja so nicht jetzt hier, ne? Ja, aber... So. Doch. Wie lange müssten die Herren denn noch sitzen? Das ist ja eigentlich nicht mehr so viel. Jetzt das Klo wieder aber sauber, jetzt kann der nächste wieder nicht mehr kacken. Der Herr Bonelli... Der Bonelli, der darf jetzt gehen. Ach. Ja. Ja, dann lass ihn auch mit rausgehen. Ja, dann ja ich hab schon das Klo geputzt. Komm, ich spring jetzt mal über meinen Rekrutenschatten hinaus und lass sie jetzt mal... Ach, das dürfen Sie jetzt einfach so entscheiden. Ich entscheide das jetzt einfach mal. Ah, das geht ja ganz schön schnell bei Ihnen. Ja, Mensch, bin aufgestiegen. Oh, krass. Mensch, bin auf einmal Rang 6. Stellen Sie sich mal vor. Wie geht das denn? Ja, ich habe gerade mal schnell meine Prüfung gemacht, telefonisch. Ach du. Ja. Ging schnell, ne? Ich habe auch schnell noch eine Namensänderung. Ich habe noch schnell geheiratet. Mein Name ist jetzt Herr Shepard übrigens. Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen, bitte. Sehen wir uns nochmal wieder zum Käffchen. Ich hoffe, ich sehe die Frau Crow wieder zum Käffchen, nicht sie. Ach so, na gut. Daran glaube ich nicht, wir haben unseren Kaffee schon getrunken. Nein, Sie haben das gesagt, ich wollte das nicht so. Ich hätte Ihnen eine schöne Stelle angeboten, wo man in Ruhe einen Kaffee trinken kann. Ich muss die zwar noch suchen, aber das wäre bestimmt super geworden. Ja. Mein Telefon wieder. Das bekommen Sie oben wieder, das Licht oben in Ihrem Kistchen. Und was ist mit unseren Waffen? Ja. Die bekommen Sie nicht wieder. Ja, Messer und so aber doch schon, oder nicht? Ja, das der Müller wollte doch bei uns vorbeikommen. Damit sie der Frau Crow dann auch ein schönes Mettbrötchen schmieren können. Schau, 35 Grad 1. No? Ja, selbstverständlich. Auch mit Zwiebeln? Ja, und Pfeffer und Salz, ne? Nicht vergessen. Oh. Wie, wer isst denn Mettbrötchen ohne Zwiebeln? Mal ganz ehrlich. Ist halt wirklich so. Ein paar verrückte gibt's immer. Was?